sage ihm heute noch die Wahrheit über uns. Lass uns doch warten, bis er ganz gesund ist. Hm? Ich will ihm das nicht mehr verschweigen. Wenn Sie Charlotte auch nur ein Haar jetzt haben. Kommen Sie mich doch runter, ja? Charlotte hat heute in aller Herrgottsfrühe das Haus verlassen. Mit Koffer. Sie ist aus freien Stücken ausgezogen. Ein hepatorenales Syndrom in der Leber. Es könnte auch auf die Nieren übergreifen. Okay. Ja. Und was bedeutet das? Das bedeutet, Nils, wenn wir das nicht stoppen, droht Norman multiples Organversagen. Oh Gott, du hast dich tatsächlich in Luisa verliebt. Ja, habe ich. Und deswegen wirst du es nicht noch mal wagen, ihr etwas anzutun. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Ohne mich werdet ihr nicht mal verheiratet. Ich hab deine miesen Spielchen satt. Meine Spielchen? Du glaubst wohl, weil du als wohlhabender Ehemann jetzt im gemachten Nest sitzt, kann deine alte Mutter leer ausgehen. Luisas Geld interessiert mich nicht. Ach, erzähl mir doch keinen Blödsinn. Was wärst du denn ohne mich? Ein abgehalfterter Gigolo, der auf den sieben Weltmeeren herumschippert, gepanschten Wein verhökert und darauf hofft, dass eine reiche Tussi ihn da wieder rausholt. Die reiche Tussi habe ich ja jetzt gefunden, also freu dich doch für mich. Du sagst immer, dass ich dir so wichtig bin. Ich habe hier eine Riesenchance aufgetan und ich will meinen Anteil, David. Du bekommst nichts. Hörst du? Nichts. David! David! Das wird dir doch leid tun! Gesagt, er hat noch eine Chance. Wie hoch ist die? Nils, in der Medizin... Michael, bitte gib mir einfach eine Zahl, okay? Ich will wissen, ob mein Sohn stirbt. Dieses Virus... Es geht nicht um die Michael! Gibt's denn gar nichts, was Sie sagen können über seinen Zustand? Soweit ich mich über den bisherigen Krankheitsverlauf informieren konnte, überlebt diese Art von Organschädigung in etwa jeder Fünfte. Jeder Fünfte? In etwa. Das ist, aber. Ja. Seine Chance liegt bei 20%. Jeder Fall verläuft anders. Wir dürfen Norman auf keinen Fall sagen, wie es um ihn steht. Ich als sein behandelnder Arzt muss ihm die Wahrheit sagen. Er kämpft mit allem, was er hat gegen diese Krankheit. Was glaubst du, was passiert, wenn er davon erfährt? Sobald es ihm wieder besser geht, sagen wir ihm die Wahrheit. Michael, bitte, du bist mein Freund. Ich will nicht, dass er aufgibt. Ich war ja schon ziemlich stolz auf meine Verhandlungskünste. Aber dass David den Kaufpreis noch so drücken konnte. Wir werden so glücklich sein hier. Uns gehört tatsächlich ein Haus. Was Sebastian wohl gerade macht. Er lebt sein Leben
Und ich liebe Mainz. Hallo, da seid ihr endlich. Du kannst verstehen, dass ich erstmal einen Kuss von meiner Freundin haben will, oder? Also, ich verzeih dir gerade nochmals. Oh, ich kann es kaum erwarten, aus diesem Ding hier rauszukommen. Obwohl ich einen 24-Stunden-Service habe. Was ist? Ihr macht vielleicht Gesichter. Ihr könnt ja wenigstens so tun, als würdet ihr euch mit mir freuen. Das tun wir. Das tun wir. Wir sind von dieser Nachricht genauso überwältigt wie du. Überwältigt? Ich bin mega glücklich. Ich weiß, dass ich das hier überleben werde. Und wenn ich hier raus bin, dann fange ich ein neues Leben an. Mit dieser bezaubernden Frau. Wenn ich hier raus bin, dann machen wir eine Riesenparty. Auf jeden Fall, wir lassen es richtig krachen. Und dann holen wir auch den Kuss nach. Tag, die Herrschaften. Guten Tag. Ach, eine Sekunde. Ich vermute, meine noch Ehefrau ist bei Ihnen untergekommen? Ja, das ist sie. Das ist ja sehr freundlich von Ihnen. Würden Sie was ausrichten? Natürlich. Es kommt drauf an. Was? Ihr Zimmer in der Wohnung ist ja jetzt ungenutzt. Man muss ja ein bisschen planen können. Ich würde gern wissen, ob sie vorhat, demnächst wieder einzuziehen. Wie richten Sie aus? Obwohl ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Sehr schade. Denn der Fürstenhof ist ja schließlich ihr Elternhaus. Herr Stahl, wenn Sie irgendwas von der Charlotte wollen, dann fragen Sie es doch am besten selber. Oder trauen Sie sich das nicht? Herr Sonnenmichler, proben wir heute mal den Zwergenaufstand. Bei allem Respekt, Sie gehen wirklich zu weit. Das, was Sie sich mit der Charlotte geleistet haben, dieser dumme Jungenstreich, Sie mitten in der Nacht so zu erschrecken, schämen Sie sich da gar nicht ein bisschen? Überhaupt, wie Sie mit einer Frau umgehen, die Sie angeblich so geliebt haben, das ist selbst unter Ihrem Niveau, Herr Stahl. Passen Sie mal auf. Nichts für ungut, aber das musste jetzt einfach einmal gesagt werden. Gut, wenn das Ihr großes Herz erleichtert, nur zu. Komm einfach so, komm, komm. Ich habe alles ganz genau so gemacht, wie Sie es gesagt haben. Ja, das will ich ja auch hoffen. Ja, ich habe die Kräuter verstreut, die Räucherstäbchen angemacht und den Steinkreis gelegt. Die Rosenquarze. Mein Gott, die Quarze und die Schale, ich hatte Ihnen doch alles exakt so mitgegeben. Ich habe doch alles exakt auch so gemacht. Ja, und dann? Kam der Chef. Wer? Konopka? Mhm. Aber keine Sorge, ich bin ihn wieder losgeworden. Wie, was haben Sie denn gemacht? Na, ihn weggeschickt. Herr Konopka wird ja jetzt wohl nicht meine große Liebe sein. Sie haben in den Lauf des Schicksals eingegriffen. Mein Gott, wissen Sie, was das bedeutet? Ja, aber Sie wissen doch nicht, was dann passiert. Ich hatte das Ritual so gut vorbereitet. Alles auf Ihre psychoemotionalen Schwingungen genauestens abgestimmt, damit Sie endlich eine positive Liebesausstrahlung haben. Mann! Und es ist bei Ihnen überhaupt nicht einfach. Ich bin gut, aber nicht Gott. Ja, aber Sie wissen ja nicht, was dann passiert ist. Es hat funktioniert. Weil nachdem Herr Konopka weg war, da kam er. Er? Wer? Wann läuten die Hochzeitsglocken? Sie müssen mich nicht einladen, mein Honorar reicht mir völlig. Oh, dann haben Sie es am Ende jetzt doch noch versemmelt. Naja, weil ich zum Dienst musste. Wie, Sie sind weggelaufen? Angst vor der eigenen Courage? Perlen vor die Säue. Ja, das war da vielleicht schon so, aber er war so groß und er hatte so blaue Augen und er war einfach überwältigend. Und bevor Sie vor Ihrem Schicksal davongelaufen sind, haben Sie aber noch ein paar wichtige Informationen bekommen. E-Mail-Adresse. Name? Telefonnummer?
Mein Gott, Frau Kessler. Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Auf und versteckst dich hier. Du hast gesagt, du kannst mir nicht mehr helfen. Charlotte, ich verstehe, dass es gerade für dich ist, schwer mit harten Bandagen zu kämpfen, aber wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Ich habe Angst. Der Mann, den ich einmal so geliebt habe, schleicht sich nachts wie ein Geist in mein Zimmer. Das ist so unreif und gleichzeitig so bösartig. Deine Angst ist vollkommen nachvollziehbar. Richie Stahl ist gewalttätig, unberechenbar. Und hat zwei Frauen auf dem Gewissen. Dass wir aus Furcht klein beigeben. Das ist doch genau das, was er bezweckt mit seinem nächtlichen Besuch. Ja, und es ist ihm auch gelungen. Charlotte, Stahl blöfft nur. Er würde dir nie etwas antun. So weit geht er nicht. Doch nicht bei allem, was die Polizei über ihn weiß. Charlotte, bitte, komm zurück. Sieh wieder bei uns ein. Allein schaff selbst ich es nicht, ihn loszuwerden. Aber wir zusammen, ich mit meiner kriminellen Energie und du mit deiner aufrechten Tapferkeit, wir kriegen das schon hin. Der Fürstenhof, das sind doch wir. Er ist dein Elternhaus. Unser Lebenswerk. Werner, es tut mir so leid. Selbst auf die Gefahr hin, dass wir alles verlieren, was wir miteinander aufgebaut haben. Zum Kämpfen fehlt mir einfach die Kraft. Ah, mein Lieblingsdoktor. Hallo. Es geht Ihnen weiterhin besser. Bestens sogar. Gut. Sehr gut. Ich habe leider keine so guten Nachrichten für Sie. Wir müssen Sie einer Dialysebehandlung unterziehen. Habe ich jetzt plötzlich was mit den Nieren? Ja, eine Folge der Viruserkrankung. Wir müssen Ihr Blut reinigen und auffrischen. Dazu werden Sie an ein Gerät angeschlossen. Ich weiß, was Dialyse ist. Ich musste schon mit genügend Mädels Krankenhausserien sehen. Gut, sehr gut. Und wenn wir Ihr gereinigtes Blut wieder in den Körper zurückpumpen, dann geben wir noch zusätzliche unterstützende Medizin für die Leber in den Cocktail. Cocktail und Leber? Das klingt irgendwie kontraproduktiv. Die Prozedur verursacht keinerlei Schmerzen und dauert höchstens 2 Stunden. Gut. Dann bringen wir uns hinter uns. Kann ich danach nach Hause? Gut. Mit einer Dialysebehandlung wird es nicht getan sein. Wie oft muss mein Blut durch diese Maschine? Das hängt ganz von Ihren Blutwerten ab. So, jetzt habe ich was mit der Leber und mit den Nieren. Ich hatte noch so viel vor mit Alexandra. Ich war noch nie so verliebt. Jetzt denken Sie wahrscheinlich, ich bin irgendwie so ein gefühlsduseliges Ding. Nein. Ich finde, Sie sind sehr tapfer. Danke. Gut, jetzt kommt gleich jemand vorbei und holt Sie zur Dialyse ab. Ich schaue später noch mal bei Ihnen vorbei. Besprochen. Er wird merken, dass wir ihm was vormachen. Wir dürfen jetzt nicht anfangen zu zweifeln, dann merkt er auch nichts. Wir? Ich? Jetzt muss ich sogar schon doppelt lügen. Nils, ich hatte dir klipp und klar gesagt, ich will nicht mehr so tun, als würde ich ihn lieben.
Und du warst damit einverstanden. Okay, das war vor dieser Hiobsbotschaft. Ich habe es vorhin kaum noch geschafft, ihm die liebende Freundin vorzuspielen. Je schlechter es ihm geht, umso schwieriger wird das. Du machst es so gut. Wenn ich mir vorstelle, dass Norman vielleicht so bald stirbt. Jetzt bitte verlang das nicht von mir. Ich halte es nicht mehr aus. Er wäre komplett hoffnungslos. Er darf nicht erfahren, wie es wirklich um ihn steht. Ich verstehe, dass du deinen Sohn retten willst. Ich mag ihn auch, sehr sogar. Und dich liebe ich. Und ich liebe dich. Niederbühl ist auch dagegen. Hör wenigstens auf ihn. Oh, nein. Michael wird nichts sagen, da bin ich mir sicher. Wie schön für dich. Vielleicht auch schön für Norman. Aber ich mach da nicht mehr mit. Ich kann ihn natürlich zu nichts zwingen. Das Einzige, was ihm jetzt hilft, ist eure Liebe. Die gibt ihm Kraft. Mut. Alles, was er jetzt braucht. Es gibt keinen anderen Weg. Auf unser Haus. Und ich habe mir überlegt, diesen Teil des Kellers umzubauen in mein Labor. Und der andere Teil wäre dann dein Weinkeller, also wenn du lieb bist. Und wenn du ganz besonders lieb bist, dann bekommst du auch einen von diesen ganz tollen neuen Weinkühlschränken, oder wie die heißen. Und was heißt denn ganz besonders lieb? Etwa so? Oder so? Wir müssen uns noch Gedanken über das Dachgeschoss machen. Okay, und was willst du mit dem Dachgeschoss machen? Also, ich habe da eine ganz konkrete Vision. So eine rosafarbene Couch mit Kissen aus Plüsch. Rosafarbene Couch mit Herzen? Na, ich weiß nicht. Und was machen wir mit dem Weinkeller? Na, der kommt in den Keller, wie der Name schon sagt. Oder willst du es ins Schlafzimmer legen? Warum nicht? Oder wir legen ihn in den Raum mit der wunderbaren Schräge zusammen mit einer Chaise Longue und einer Minibar. Hä? Also der Weinkeller unter dem Dach? Das wäre auf jeden Fall originell. Und der Weinklimaschrank, so heißt das nämlich, wäre ein echter Blickfang. Weinklimaschrank. Das merke ich mir. Ach, ich kann es kaum erwarten, dass die jetzigen Mieter ausziehen, wir alles renovieren können und endlich einziehen. Schade, dass das noch so lange dauert. Ach, was sind schon ein paar Wochen gegen ein ganzes Leben? Also, wenn du magst, wir können auch mein Labor in das Erdgeschoss verlegen. Oder was meinst du? Ich meine, dass es Zeit wird, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Vorsicht. War der Chef schon bei dir? Nein, aber ich glaube, Hildegard, der weiß im Grund selber ganz genau, dass ich nur die Wahrheit ausgesprochen habe. Ja, mei, das ist doch das Gefährliche. Ja, ich gebe ja zu, ich bin ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber er auch, von wegen Zwergerlaufstand und so. Ja, er ist der Chef und das ist der kleine Unterschied. Ja, aber wenn er es mir wirklich so krumm nehmen würde, dann hätte er mich schon längst abgequatscht. Du kennst ihn doch, der hält mit Kritik nicht lang hinter Berg. Du aber auch nicht. Hm.
aber ich finde, man muss Unrecht auch einmal Unrecht nennen dürfen. Sonst kann man sich irgendwann selber nicht mehr im Spiegel anschauen. Ja. Also. Bei der Dialyse war ich mit Abstand der Jüngste. Das war bestimmt nur Zufall. Der Doktor wollte mir auch nicht genau sagen, wie oft ich an diesen Kasten angeschlossen werde. Trotzdem fühle ich mich irgendwie gut. Ich freue mich einfach, wenn ich aus diesem Ding hier rauskomme. Und ich endlich wieder in den Arm nehmen kann und wir kuscheln. Mir fallen bestimmt 1000 Sachen ein, die ich mit dir machen will. Oder Millionen. Was ist? Nichts? Warum? Du sagst die ganze Zeit nichts. Bist doch komisch. Der Doktor war auch irgendwie anders als sonst. Das wäre ich der Einzige, der sich freut, dass es wieder bergauf geht. Ach Quatsch, du spinnst doch. Natürlich freuen wir uns alle. Ist das wegen Nils? Nein, nein. Ich habe mich sowieso gewundert, warum der so locker ist. Obwohl das zwischen dir und mir so ist. Es ist schwierig. Wenn ich wieder fit bin, dann kann er was erleben. Bitte hör auf, Norman. Oder was? Sag mir doch einfach die Wahrheit. Sag mir, was ist. Du bist krank, Norman. Was heißt das? Dieses Virus, das hat deine Nieren angegriffen und deine Leber. Wenn nicht bald ein Wunder geschieht. Muss ich sterben? Also sie hat mitten in einer Scheune Räucherstäbchen angezündet und stand in einem Kreis aus Steinen. Ja. Und das hat sich nicht irgendwie gewundert. Bei uns in Norwegen machen das viele. Was? Durchdrehen? Nein, Naturgeister beschwören. Mit Steinen und Pflanzen und so. Okay. Und was hast du zu ihr gesagt, als du sie angesprochen hast? Guten Tag. Mehr habe ich nicht rausbekommen. Und dann ist sie weggelaufen? Nein. Erst nachdem sie mich ganz fest umarmt hat. Bin ich so hässlich? Oder hatte sie Angst? Sie war so hübsch. Wie sah die Hübsche denn aus? Braune Haare, tolle Figur, süßes Gesicht. Die perfekte Mutter für deine Kinder. Du sagst es. Du gehst gerne in die Vollen, was? Ist das so schlimm? Nein, aber das wäre jetzt nicht das Erste, woran ich denken würde, wenn ich eine hübsche Frau kennenlerne. Ich will eben Kinder. Und dazu die passende Frau. Will nicht jedermann das haben? Du wirst sie schon finden. Gefunden habe ich sie ja schon. Der Moment, wo wir uns in den Armen lagen, einfach perfekt. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Vielleicht war sie ja doch nicht die Richtige. Doch, war sie. Ja, und wieso ist sie dann weggelaufen? Sie ist die eine, ich weiß es. Aber ich habe sie gehen lassen. Ja, Pech gehabt. Oh. Dr. Niederbühl und ich, wir wollten dir gleich die Wahrheit sagen, aber Nils hat uns überzeugt. Einfach, weil er dein Vater ist und weil er das am besten beurteilen kann. Was? Beurteilen? Er wollte nur das Beste für dich. Das habt ihr euch ja wunderbar schön geredet. Mich belügen zu meinem Besten. Es ist
tut mir wirklich leid. Auch, dass ich jetzt einfach so damit rausgeplatzt bin. Nein, es ist okay. Jetzt weiß ich wenigstens, woran ich bin. Ich hätte nur gedacht, dass ich die Krankheit so gut wie besiegt hätte. Du hast sie fast besiegt. Hör auf mit deinen Durchhalteparolen. Du hast selbst gesagt, dass meine Organe versagen, eins nach dem anderen, bis ich irgendwann tot bin. Nein, Dr. Niederbühl meint, du hast wirklich eine realistische Chance, wenn du weiterhin diese Dialyse machst und wenn du das diese... Das ist alles Ärztegelaber. Aber es ist gut, dass wir uns damit jetzt schon abfinden können, dass es bald war. Aber ich habe mich gefreut, dass ich dich kennenlernen durfte. Moment, du musst weiterkämpfen. Auch für mich. Alles wird gut. Alles wird gut. Es tut mir leid. Du hattest recht. Auf einmal. Wenn jemand liebt, dann soll man ihm sein Glück gönnen. Und natürlich freue ich mich für dich und Luisa. Von Herzen. Wirklich. Es war dumm und egoistisch von mir, dich nur für mich haben zu wollen, David. Und Luisas Geld noch gleich dazu? Daran verschwende ich ab jetzt keinen Gedanken mehr. Ich hab's begriffen. Ich hätte dich ungern zum Feind. Ich bin doch immer auf deiner Seite. Auch wenn es manchmal nicht danach aussieht, ich weiß. Du hast ja auch recht. Ohne dich hätte ich Luisa nie kennengelernt. Und lieben. So was Nettes aus deinem Mund? Tja, es geschehen doch noch Wunder. Ich muss leider los. Ich habe Luisa versprochen, dass ich nach Möbeln schauen werde. Mach das. Viel Spaß dabei. Tschüss. Das ist wirklich wunderschön. Ist es nicht verrückt, so viel Geld auszugeben? Quatsch. Du machst es genau richtig. Erst die Firma, dann das Haus. Ist doch viel besser, als das ganze Geld auf seinem Sparkonto versauern zu lassen. Und dann verliebst du dich auch noch in den Mann, den du geheiratet hast. Hey, ich habe David geheiratet, weil ich ihn liebe. Ja, du weißt doch, wie ich es meine. Bei dir läuft einfach alles gerade ziemlich perfekt. Im Gegensatz zu mir. Ach Quatsch. Bichelheim ist nicht groß, wir finden ihn schon. Mhm. Und wie soll das passieren? Ich weiß nicht, wie er heißt oder wo er herkommt. Aber du weißt, wie er aussieht. Und? Na, wir könnten überall im Dorf so Steckbriefe verteilen. Nein, im Ernst. Ich helfe dir beim Suchen. An was kannst du dich erinnern? An gar nichts. Ich war ziemlich geplättet, als ich ihn gesehen habe. Aber gibt's irgendwas? Na gut, also er war ziemlich groß und sehr stark. Also so ein richtiger Mann zum Anlehnen halt. Und was noch? Bitte, wir sind über jeden sachdienlichen Hinweis dankbar, Frau Kessler. Gut, also er hat irgendwas gesagt in einer anderen Sprache. Also es war kein Deutsch auf jeden Fall. Und was? Gut, Duck. Vielleicht Norwegisch? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Norwegisch klingt. Kann es sein, dass dein Unbekannter so rotblondes Haar hat und blaue Augen? Mhm. Woher weißt du das? Och. Kennst du ihn? Jetzt komm! Ja. Sag, wer es ist. Hier ist die Mailbox von Sebastian Wegener. Einfach Nachrichten hinterlassen, ich rufe zurück. Sebastian, ich liebe dich. Und ich weiß jetzt, ich kann ohne dich nicht mehr leben. Du hast schon recht. Es ist nicht ratsam, mich als Feindin zu haben. Friedrich! Was ist denn passiert? Eigentlich eine Lappalie. Aber ich sollte drüberstehen, wenn mein Chefportier mich beleidigt. Herr Sonnenbichler?
die Korrektheit in Person? Er muss ja unbedingt den edlen Ritter spielen. Für seine ach so heiß geliebte Freundin Charlotte. Am liebsten würde ich ihn hochkant rausschmeißen. Aber ich heb mir meine Energie lieber für die Saalfeld-Sippe auf. Außerdem zeigt das viel mehr Stärke, wenn mich solche Angriffe kalt lassen. Ich sage nur, wehret den Anfängen. Alfons, das ist so lieb von dir, dass du dich für mich einsetzt. Aber bitte sei vorsichtig. Mit Friedrich ist wirklich nicht zu spaßen, das weißt du. Na, nicht, dass er dich noch rausschmeißt. Mir passiert schon nichts. Ich bin schon so lang Chefportier im Fürstenhof und sogar der Herr Stahl weiß, was er an mir hat. Also, Hildegard, dein Schweinsbraten ist ja sowieso der beste überhaupt. Aber heute hast du dich wirklich selber übertroffen. Ja, da kann ich mich nur anschließen, wirklich. Aber entschuldigen Sie, ich habe nicht sehr viel Hunger. Na, das kann ich gut verstehen. Aber es freut mich, dass es Ihnen geschmeckt hat. Vor allem die Soße, die ist noch besser als sonst. Ach ja. Was ist? Habe ich was Falsches gesagt? Nö. Es wäre nur schön gewesen, wenn du noch ein klitzekleines bisschen was übrig gelassen hättest. Ach so? Oh. Frau Schweizer, Sie ahnen nicht, was passiert ist. Oh, da hat jemand wohl ein heißes Date. Woher wissen Sie das? Na ja, so aufgebrezelt, wie Sie hier sind. Wer ist denn der Glückliche? Luisa kennt den Mann aus dem Steinkreis. Und ich treffe ihn gleich im Bräustübel. Ich hab's doch gesagt, das Schicksal ist unbestechlich. Sie haben gesagt, ich soll Herrn Konopka in den Steinkreis lassen. Hm? Den es ohne Sie natürlich gar nicht erst gegeben hätte. Aber ich treffe ihn gleich. Ich werde Ihnen alles erzählen, wie es gewesen ist. Stopp! Hier bleiben. Wenn Sie da jetzt so hingehen, vermasseln Sie alles. Wieso, passt was nicht mit meinen Sachen? Nein, Sie sehen fantastisch aus. Aber so nervös und hibbelig, wie Sie sind. Setzen. Sonst zerstören Sie Ihre Aura und Ihre Liebesschwingung, die ich mühsam versucht habe, bei Ihnen herzustellen. Also, wie gut, dass Ihre Lieblingsbarkeeperin sich so gut mit Heilkräutern auskennt. Ich werde Ihnen jetzt einen Beruhigungsdrink mixen, der nicht nur seinen Zweck erfüllt, nein, er wird magisch sein und köstlich. Ist er sehr aufwendig in der Herstellung? Ich dachte, das Virus ist nicht mehr so aktiv und Sie werden wieder gesund. Das könnte man meinen, ja. Jetzt drohen Ihre Organe zu versagen. Vielleicht haben Sie ja doch was falsch verstanden. Was bitte? Kann man daran falsch verstehen, wenn die eigene Freundin hier im Bett sitzt und die ganze Zeit nicht aufhören kann zu heulen? Haben Sie schon mit Michael gesprochen? Er traut sich ja gar nicht mehr her. Die haben mich alle angelogen. Dr. Niederbö, mein Vater und sogar Alexandra. Wobei, die hatte noch den Mumm, hier zu sagen, wie es wirklich ist. Das ehrt Sie sehr, aber Sie ist keine Medizinerin. Sie müssen mit Michael sprechen oder mit einem anderen Arzt. Was soll denn das bringen? Die müssen mir doch sagen, dass ich noch irgendeine Chance habe oder dass ich weiterkämpfen muss und dass ich nicht aufgeben darf, aber bla bla bla. Aber weil die es sagen müssen, weil... Wer gibt schon gerne zu, dass man verliert? Und gegen den Tod verlieren wir alle. Es ist nun mal so. Es tut mir leid.
lange bleibst du jetzt in Bichelheim? Noch so ein paar Tage. Mal schauen, wenn der Deal klappt, dann kann ich auch bald wieder zurück. Super. Tina! Hey! Entschuldigung, ich bin zu spät. Ja, das macht doch nichts. Willst du dich setzen? Oder bleib stehen, wenn du möchtest. Ach so, nein. Ich setz mich. Das ist übrigens mein bester Freund Sven aus Norwegen. Und das ist Tina aus Bichelheim. Hi. Hi. Möchtest du was? Wasser? Oder ein Alder Hell? Mhm. Oder zwei Schnaps? Okay. Tina, Wasser? Achso, oh, ein Wasser, ja, danke. Okay, also dann aufs Kennenlernen. Voilà. Zum Wohl, zum Wohl, zum Wohl. Eigentlich stoßt man ja nicht mit Wasser an, vor allem nicht hier in Bayern. Aber zur Feier des Tages wollen wir mal nicht so sein. Prost. Ja, habe ich schon erwähnt, dass Sven in Norwegen eine Lachsfarm besitzt und gerade aus beruflichen Gründen in München ist. Mhm. Ja, und Tina hat einen Hummer. Also... einen echten? Sag mal, Sven, kennst du dich eigentlich auch mit Hummer aus? Weil über Lachse kann ich dich ja alles fragen und du würdest alles beantworten können. Stimmt's? Mhm. Ihre Reservierung heute Abend im Restaurant geht in Ordnung. Ich habe Ihnen den schönen Erkertisch machen lassen. Und morgen den Ausflug nach München, den organisieren wir Ihnen auch, ja? Entschuldigen Sie mich bitte, Peter, das Lupinenzimmer. Sonnbichler? Herr Stahl? Ja. Mhm. Ich komm sofort. Peter, nimm's kurz du. Ja. Herr Stahl? Herr Sonnbichler, ich denke, Sie sollten ein paar Tage Urlaub machen. Urlaub? Ja, der Prinz von Desetanien gibt uns wieder mal die Ehre. Und ich möchte seiner Hoheit und Ihnen und allen anderen am Fürstenhof erneute peinliche Situationen ersparen. Ihren Gruß mit der Hand im Toaster, Sie erinnern sich? Das war ein einmaliges Missgeschick. Wenn Sie das so sehen. Abmahnung. Dachten Sie wirklich, Sie könnten einen Vorgesetzten beleidigen, ohne dass das Konsequenzen hat? Also wenn Sie das so sehen, dann tut's mir leid. Das war ein Vorfall und ich schicke Sie in den Ruhestand. Peter, Sie können jetzt einen Moment Pause machen. Geehrter Herr Sonnbichler, hiermit sprechen wir aufgrund des Pflichtverstoßes am Arbeitsplatz eine Abmahnung. Ich war noch nie in Norwegen, leider. Aber es steht definitiv ganz oben auf meiner Liste. Ich würde überhaupt gerne mehr verreisen, aber irgendwas klappt ja immer nicht. Entweder hat man keine Zeit oder zu wenig Geld. Verreist du viel? Darf ich dich was fragen? Redest du immer so wenig oder liegt es an mir? Was? Naja, ich finde dich nett. Ich
kann schon reden. Nicht viel. Ich finde, die meisten Worte kann man sich sparen. Aber ich kann schon, wenn ich will. Und warum willst du denn heute nicht? Der schönste Lachs, den es gibt, ist der Rotlachs. Der schillert in diesen vielen verschiedenen Rottönen. Wirklich, es gibt keinen schöneren Lachs. Wenn du einer wärst, wärst du der Schönste. Es tut mir leid. Wirklich. Trotzdem, glaub mir, es ging nicht anders. Es geht immer anders, wenn man will. Ich hab's ja versucht, aber er hat so gebettelt. Ja, da schaut man eben, dass man sich nicht verplappert. Was spinnst du? Norman hat eh schon was geahnt. Und dein Freund Michael, der konnte anscheinend genauso schlecht lügen wie ich. Michael ist Profi. Der hat sicher nichts gesagt. Kann eben nicht jeder seine Gefühle so perfekt wie du im Griff haben. Mensch, Alexandra, deine einzige Aufgabe war, ihm Sicherheit zu geben, damit er den Mut nicht verliert. Und du knallst ihm die Diagnose vor den Bug. Er ist ein Kind! Das verkraftet er nicht! Norman ist erwachsen. Er verkraftet es! Komisches Gefühl. Das war's dann also. Und mein Leben, das hat auch gerade erst angefangen. Wenn ich es vorher gewusst hätte, dann hätte ich einiges anders gemacht. Also, Kumpels. Macht das Beste aus eurem kurzen Leben. Ich muss dann. Ich kümmere mich jetzt um meinen würdigen Abgang. Sebastian! Höchstpersönlich! Was machst du denn hier? Naja. Bist du nicht in Lissabon? Offensichtlich nicht. Du hast mich doch angerufen. War zumindest deine Stimme auf meiner Mailbox. Was habe ich denn gesagt?
dass du nicht ohne mich leben kannst und dass du mich liebst. Norman! Norman! Nachsehen, aber irgendeine Behandlung hat, von der ich nichts weiß, aber wie viel ist der jetzt abgehauen? Den wartet er auch nicht. Maybox! Wundert sich? Würdest du rangehen, wenn du vor Zorn und Angst durch die Gegend stolperst? Michael, bitte, deine Vorwürfe helfen uns nicht weiter, okay? Aber weißt du, was uns geholfen hätte? Vor allem deine Sohnnähes, es ihm schonend beizubringen und fachlich fundiert. Och, da wäre ich ja sehr gerne dabei gewesen, wenn du einem Kind schonend, fachlich fundiert beibringst, als er nur noch ein paar Tage zu leben hat. Das ist doch überhaupt nicht gesagt, Nähes. Wenn er regelmäßig seine Dialyse macht und du seine, hast doch was von einer 20-prozentigen Chance verpasst, oder? Das hast du mir in den Mund gelegt. Das habe ich nicht gesagt. Einfach meinen Vater, ja? Ihr könnt euch später angiften. Jetzt müssen wir erstmal Norman finden. Sie hat recht. Bevor er noch irgendjemand anders ansteckt. Das kann er nicht. Soweit wissen wir es schon. Aber wenn er nicht spätestens morgen an der Dialyse hängt, dann... Krankheit ist mir einiges klar geworden. Dass ich dich nicht verlieren will und dass ich dich liebe. Ich habe mich in dich verliebt und ich will, dass du gegen diese Krankheit kämpfst mit allem, was du hast. Kann ich dir auch den Mantel noch sauber machen? Die Aufnahme kann ich löschen. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist doch ihr einziger Beweis. Ich werde nicht zulassen, dass Sebastian sich wieder in meine Beziehung einmischt. Er wird sich wünschen, er wäre nie zurückgekommen. Ja, der Bruch zwischen mir und meiner noch Ehefrau Charlotte ist nicht mehr zu kippen. Ich bin die neue Frau an seiner Seite. Ja, das Leben geht weiter. Was ich gestern gesagt habe, dass ich froh bin, dass du nicht mehr da bist, das stimmt nicht. Kein Problem, ich bleib ohnehin hier.